Was ist denn hier mit der Zelle? Die sind doch auch mittlerweile fertig, oder nicht? Ihr liefert doch nicht ein. Ich habe doch gesagt, ich will keine Einlieferung. Nee, wir sind geschlossen. Ja, keine Ahnung. Wo? Also im schlimmsten Fall könnten wir hier unten noch einen Zellensatz hinbauen, aber die Frage ist, was? Die Frage ist, will ich das? Also, wir schicken das Team mal nach Hause. Denn es sieht ja hier schon wieder relativ gut und ruhig aus. Was machen wir hier? Hier würde ich ja auch gerne so ein bisschen Sportgerät oder so hinstellen. Haben wir noch andere Sportgeräte irgendwas? Oder ist nur Hantelbank? Ja, dadurch, dass ihr hier immer Doppeltüren habt, ist das dann natürlich auch nicht so einfach. Dann müssen wir uns eben behelfen und gucken, dass wir da irgendwie Strom hinkriegen. So. Übersteigt das Tagesbudget. Jetzt klemmen die in der Tür fest. So, wie viel der bösen Jungs haben wir denn? Der Häftlinge. 37. Aha. Und ich habe nur 30 Zellen, ja? 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30. Das heißt, ich muss noch irgendwie an 7 Zellen kommen. Ist natürlich bei diesem verbauten Ding hier. Nicht so einfach. 1, 2, 1, 2. Ne, ich muss anders rechnen, ne? Wir könnten ja noch. Aber da müssen wir erstmal wieder hier Dings Betongebäude verbauen, ne? Zugang benötigt. Ach so, hier wollte ich einen Pausenraum rausmachen. Das war's, ne? Dann machen wir hier noch mal die Türentriegelung. Ich muss aber jetzt hier nicht alles noch einzeln anklicken, oder?
Hör doch mal auf, mir dazwischen zu funken. So, einmal alles entriegeln. Damit das hier mit dem Bauen schneller geht. Das ist ja furchtbar. Was geht das schon wieder los hier? Alter. Ihr seid doch alle fertig. Zwei, vier, was haben wir hier? 2, 4, 5, 10, 18. Wir haben nur 12. Wir brauchen aber 37 normales Risiko. 2, 4, 5, 2, 4, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Das sind 36, 37, 38, 39, 40, 41. Wir haben 41 Zellen. Okay. Ist nicht schlecht. Benötigt Zugang, ja. Ich wäre bereit, wenn ihr auch bereit seid, hier eine Tür reinzumachen. Die muss aber wieder weg. Ich hoffe, das wisst ihr. Und ich weiß immer noch nicht, was das hier unten ist. Wie schaut es denn hier aus? Da fehlt wieder Strom. Mhm. Wie weit seid ihr hier? Alles aufgebaut? Nee, natürlich nicht. Oder? Nö. Ach, es ist wieder keiner da, der euch helfen kann, deswegen. Ist ja nicht so, als wenn es mich nicht gäbe. Ja, auf sowas muss man natürlich aufpassen. Was für Kammern hier? Keine Sorge, wir sind gleich wieder auf Stand. Hier noch ein Kondensator hin. Was macht ihr da? Pause oder keine Lust mehr? Muss ich im Auge behalten, dass das hier noch geputzt werden muss. Hier muss noch was rein. Hier unten muss noch ein Bodenbelag hin. Hier, genau. So, dann müssen hier, was ist das? Beton? Gebe ich ein paar? Ne, das ist Betonboden, ne? So. Und so. Ich muss diese ganzen Verriegelungen noch rausnehmen. Schön, ne? Wie sich das so langsam entwickelt. Sag mal, müssen die eigentlich verbunden werden, oder? Weil ich würde persönlich sehr gerne mal gucken, Überwachungskameras, wo waren die denn? Kühlschrank, Herd, das ist alles offen, Straßentore, ferngesteuerte Türen, Einzelhafttüren, großes Fenster, Spüle, Überwachungskameras.
Dass auch diese Räume hier überwacht werden, ne? Kostet wieder mal ein Schweinegeld, aber egal. Isolationstrakt bauen. Wo soll der denn noch hin? Hier ist doch nirgendwo mehr Platz, Mensch. Panzerwesten können wir schon mal freischalten. Dann haben wir das schon mal. Und wenn ihr mal endlich fertig würdet hier, ne? Wo ich immer noch nicht verstehe, was hier euer Problem ist. Dann könnten wir hier anfangen und... Also eine ganz lauschige Mitarbeitergeschichte zu machen. Indem wir P wie Personalraum suchen. Da. Zack. Was hat er? Breites Sofa und Getränkeautomat. Gut, das sollten wir ja hinkriegen, oder? Dann kaufen wir breites Sofa. Einmal hier, einmal da und einmal hier, einmal da und einmal da. Dann möchte ich haben einen großen Fernseher da und großen Fernseher da. Dann kaufen wir uns einen Billardtisch und stellen den hier in die Mitte. Dann kaufen wir uns ein Radio und stellen das hier hin. Dann kaufen wir ein Bücherregal und stellen das hier hin. Dann brauchen wir Getränkeautomaten. Den können wir hier hin und hier hinstellen. Und den Spielautomaten dahin und dahin und dahin und dahin. So. Schön. Viel Spaß. Dann hätte ich gerne Überwachungskameras. Einmal in der Leichenhalle. Natürlich hier. Zwei Stunden nehmen wir schon wieder auf. Mein Gott. Die Zeit rennt ja. Ach so, ihr habt immer noch keinen. So, gut. Dann müssten wir mal jetzt anfangen, hier unten was zu machen. Wie machen wir das denn? Kann das sein, dass ich mich hier ein bisschen in der Wand vermessen habe? Ich weiß noch nicht so genau. Einmal löschen, bitte. Dann willst du auch noch Stromleitung und Wasserleitung haben, ne? Das mit den Wasserleitungen hier durch die Zelle ist natürlich ziemlich gefährlich.
Und dann könnten wir nämlich das hier.